Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Shakes and Fidget Video um 0.09 Uhr am 2.08.2018. Jo, wir sind hier auf W7 und ich habe hier wieder jede Menge Informationen zu Sachen, die sich geändert haben hier bei mir. Und ja, wieder mehr informatives Zeug als Gameplay, aber das sollte jetzt mittlerweile eigentlich auch der allerletzte Abonnent gecheckt haben, dass ich, armer Schlucker, keine Pilze habe. Und ich merke gerade, ich habe Hunger. Ich hätte vielleicht vor dem Video was essen sollen. Naja, egal. Nun gut, ich werde W7 hier erstmal ein bisschen abschließen. Die Alu hat sich ja jetzt aufgefüllt. Und ja, dann kann ich jetzt erstmal hier nachts die Alu durchzocken. Und dann morgen früh, also dann heute früh, habe ich dann wieder nichts mehr. Dann hocke ich dann da 3 Stunden vor der Arbeit und habe keine Alu mehr zu spielen. Immer wieder dasselbe. Aber egal. Was würdet ihr eigentlich machen? Würdet ihr einen XXL-Geschicktrank als Krieger drin haben? Oder einen ganz kleinen Glückstrank? Könnt ihr mir mal sagen? Ich weiß nicht, ich würde einen Geschicktrank drin haben. Ich habe sowieso 50% auf dem Char. Also spielt es hier an der Stelle keine Rolle. Ich guck mal gerade in den Läden, ob sich hier irgendwas so lohnen würde. Ich habe hier eine Ausdauerwaffe mit 568, 571. Ja, das würde sich auch gar nicht lohnen, da hier auszutauschen. Ich habe hier auch 2 Turmetagen gelegt auf W7. Das ist für den Kundschafter, das hier ist für den Magier. Da gucke ich dann mal gleich nach. Ich habe übrigens noch einen Versuch hier frei, einen Dungeon-Versuch. Da können wir uns einen aussuchen. Wir können auch im Schatten-Dungeon kämpfen. Ich werde mir das mal überlegen, welcher denn am besten wäre. 300, ach, das ist der Magier. 352. 248. Ja. Da müsste ich dann den Edelstein da rausmachen. Kann ich das überhaupt? Was ging? Ach, Quatsch. Ja doch, das könnte... Nee. Och Mann, ich bin ein Idiot. Ich muss das Ding doch erstmal rausmachen. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin ein sehr intelligenter Shakespeare-Spieler. Nee, das reicht anscheinend nicht. Da fehlen mir noch über 1000 von diesen lilanen Steinen. Ja, egal. Die paar Attributpunkte. Das ist doch Wurst. Das ist Kackwurst. So. Das kann man wegmachen. Für den Magier schauen wir gleich mal, ob sich das lohnen würde. Handschuhe. 346, 291 auf alle Attribute. Mit einem Edelstein würde sich das schon lohnen. Ja, doch. Doch, das kann ich machen. So, dann würde ich... Ja, will ich das? Ist auf jeden Fall besser als nichts. Tausche ich aus. Das kommt weg und dann gönne ich halt meinem Magier einen schwarzen Edelstein. Nehme ich einfach mal den schwächsten hier. Zack, und schon wieder eine Verbesserung drin. So, das Gold hier von meinem Char, die 120 Millionen, die werde ich nicht verskillen. Ich werde hier auch irgendwann ein Epic Event spielen. Wann ist halt die Frage, weil ich S9 bevorzuge. Also dann macht das Ansparen von dem Gold hier eigentlich auch keinen Sinn. Aber ich mache es auf S9, also wieso sollte ich es auf W7 nicht tun? Ich meine, verlieren tue ich es ja nicht. Ja, von dem her, pö. Lebenstrank habe ich nicht. Links und rechts ein paar ideale Tränke, aber die sind dann auch irgendwann weg und dann ja, verliert mein Char an Stärke. Ich probiere jetzt hier jetzt mal einen
Na, erstmal ja Dämonenportal. Eine Gilde habe ich ja schon gemacht, ja. Ich könnte jetzt einen Gegner Märchenturm machen. Im 13. Stock würde ich nicht gewinnen. Osteros-Gegner würde ich auch nicht gewinnen. Hier in der Zauberschule auch nicht. Einen Wirbelsturm-Gegner könnte ich legen und eventuell einem von dem Schatten-Dungeon. Ich probiere jetzt mal den kranken Baum, also den Schatten-Dungeon hier. Gegen den Schleimblob. Ja. Nicht geschafft. Schade aber auch. Der ist zwar drin mit einem Lebenstrank. Oder vielleicht auch so, aber da bräuchte ich dann eben Pilze. Arena-Kämpfe auf dem Server. Komisch. Vorhin habe ich 5 Stück hintereinander gewonnen. Jetzt verliere ich den im Video. Supi. Wir können hier am Glücksrad drehen. Bekommen ein bisschen Gold. Das ist doch wunderbar. Die Alu spiele ich hier jetzt fleißig runter. Kommen aber erstmal zur Festung noch. Ja, hier bin ich gerade dabei, Stufe 10 auszubauen, die Edelsteinmine. Dann werde ich auch hier den Schattendungeon irgendwann haben. Nicht Schattendungeon, die Unterwelt. Das wird auch hier nicht mehr lange dauern. Ich mache hier mal ein paar Festungskämpfe. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, weil ich will hier auf Maximum kommen. Gegner wechseln. Ich will hier volle Ressourcen haben. 5 Soldaten habe ich noch. Na komm, ein idealer Gegner lässt sich noch finden bei 5 Soldaten. Aber es zeigt mir rot an. Ah! Ja, komm. Ich nehme 2 Soldaten, um sicher zu gehen. Boom. Perfekt. So, 3 Soldaten. Ich kriege nie genug. Wir machen weiter. Kostet mich ein bisschen Gold. Ach, das bisschen Kleingeld da, was da flöten geht. Da, so, jetzt aber genug hier. 20.000 Holz, 7.000 Steine. Wunderbar. Die kann ich hier wieder ausbauen. Dann läuft die Sache. Oh, sogar. Geil, die Belohnung hier. Die Dandy Quest. Die mache ich eigentlich momentan zufällig. Ab und zu gucke ich drauf und mache die dann so manuell. Also bewusst meine ich. Aber so, ja. Kommt das meistens automatisch. Jetzt sehe ich gerade hier einen Petkampf, kann ich noch machen. Ja. Ja, gewonnen. Dann fütter ich gleich mal meinen Pinguin. Ja, und dann war es das ja eigentlich auch. Und wir gehen rüber zu S9. Ja, 8 Minuten haben wir im Kasten. Nehme ich überhaupt auf mit der Stimme? Ja, okay. So. Ja, guten Morgen, schreibt Jenny. Hust, hust. Ja, okay, Johnny. Ich will ja jetzt nicht anfangen, die Leute zu mobben. Aber es war schon so eine Sache. So, ich gehe jetzt hier momentan wieder auf Erfahrung. Ich bin eine Zeit lang auf Gold gegangen, auch beim Gold-Event. Und ja, womit ich hier anfangen möchte, ist erstmal, ich habe hier Pilze aufgeladen bekommen von einem Mitglied hier und zwar von Mac Bumble, der hat mir ja netterweise 500 Pilze aufgeladen und habe die auch benutzt, um meinen Char voranzubringen. Jetzt muss ich leider gestehen, liebe Leute, diese 500 Pilze sind schon lange weg und ich kann euch auch sagen, wann. Kurz nachdem das letzte Video, was ich hochgeladen habe, draußen war, habe ich diese 500 Pilze gehabt. Und theoretisch hätte ich ein neues Video machen können und so ein paar Dinge zeigen können. Habe ich aber nicht gemacht. Und an dieser Stelle muss ich mich auch dafür entschuldigen, weil, ja, ich war im Hype drin. Ich habe so lange keine Pilze mehr auf diesem Server gehabt. Ich habe die weggebuttert. Der Char Gorgos hat die Pilze gefressen.
Der hat sie absorbiert. Ja, und ich habe dann hier ein Level abgemacht, auf jeden Fall. Ich habe im Schatten-Dungeon, da können wir kurz mal reingucken, gecleant die Dungeons. Der kranke Baum, da habe ich den Schlüssel bekommen und dann habe ich mit den Pilzen alle kompletten Dungeon-Etagen gecleant. Es war so herrlich. Einfach geil, muss ich echt sagen. Ja, und jetzt warte ich hier vergebens auf den nächsten Schlüssel. Hier, Edelsteinmine. Ja. Da suche ich nämlich jetzt hier den Schlüssel, damit ich dann die nächsten Etagen schaffen kann. Man hat mir gesagt, ich kann auf jeden Fall den Frostbluttempel, die Pyramide des Wahnsinns und die Schwarzschädelfestung legen und eventuell sogar noch den Zirkus. Ich bin da jetzt nicht sicher, wie weit ich genau komme, aber so die nächsten drei Dungeons halte ich für sehr wahrscheinlich. Und ja, der Wirbelsturm, da sollte auch einiges gehen. Ich gucke jetzt mal. Ich mache jetzt mal hier einen kostenlosen Versuch im Wirbelsturm gegen den verspiegelten Narr. Und ich gewinne knapp. Und den allerletzten Pilz hier, den möchte ich einsetzen für einen Gegner, der wirklich interessant ist. Und zwar hier nicht in der Schattenwelt, sondern im Osterross. Und zwar ist das hier der Gegner, die rote Blindschleiche. Der macht übelste Crits und den hatte ich schon einmal richtig knapp gehabt. Ich sollte halt nur critten und er halt nicht. Naja, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Ja, ey, das pisst mich an. Das pisst mich an. Dieser Bastard einfach. Ich hatte den mal ungefähr bis hier. Einfach schrecklich. Ja, und den versuche ich halt krampfhaft zu besiegen. Am Rad können wir auch drehen. Oh, 111 von den Dingern hier. In die Toilette haben wir noch nichts geschmissen. Ja, da schmeißen wir die Kacke in die Toilette. Die gehört auch hinein. Ups. Und machen dann das hier weg. Oh, ein Stärketrank und ein Ausdauertrank. Ja, der Lebenstrank, der hätte jetzt noch schön für nur Gold sein müssen. Dann wäre es eigentlich perfekt. Ich merke auch, ich bin aus der Übung, was Shakes and Fidget betrifft, also was das Let's Playen betrifft. Weil ich strenge mich beim Kommentieren viel mehr an als damals. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob ich aus der Übung bin oder ob ich einfach kaum was zu zeigen habe. Kann ich echt nicht sagen. So. Ene, mene, miste. Zappel eine Kiste, ene, meck und du bist weg. Den nehme ich. Boom, gewonnen. Nur Erfahrung, okay. Ich bin auf Rang 1037. Das geht hier auch nur ganz langsam voran. Ja, ich wäre natürlich gern auf Rang 500 oder so, dort wo ich auch hingehöre. Ja, kann man aber leider nichts ändern. So, genau, jetzt ich habe Pilze aufgeladen bekommen. Ich habe nicht nur die Dungeon gemacht, ich habe auch, wie ihr sehen könnt, meine Ausdauertränke gepusht auf 20 Tage, mein Stärketrank auf 35 Tage und mein Lebenstrank auf 21 Tage, genau wie der Drachengreifer auf 21 Tage. Das heißt, bis ich dann wieder ein bisschen Money bekomme, habe ich hier noch genug Zeit mit den Tränken. Das sind jetzt noch 13 Tage, bis ich dann mein Geld bekomme und dann mal schauen, was ich für diesen Server an Pilzen aufladen kann. Ja, wieso bin ich jetzt hier? Keine Ahnung. Ja, charttechnisch, Pets, immer noch wenig. Ich habe hier letztens hier diese Schnecke bekommen. Ja. Aber ich kann mich momentan ziemlich schlecht auf das Bekommen der Pets konzentrieren. Also diesmal ist es nicht die Faulheit, diesmal ist es die Konzentration, die ich nicht für diese Pets aufbringen kann. Ich habe es natürlich noch vor, auf jeden Fall. Aber wann es dann so sein wird,
Keine Ahnung. So, ich bin auf jeden Fall dabei, immer nur ein Pad zu pushen. So viel sei gesagt. Und ja, ich habe hier auch Edelsteine. Einen Ausdauerstein 410 gibt er mir und hier 359. Die werde ich behalten, die sind ziemlich heilig, denn dann, wenn ich ein Epic Event spiele und auch Slots habe in diesen Epics, genau dann werde ich sie bestücken mit den Ausdauersteinen. Wenn ich natürlich keine schwarzen Steine bekomme, dann mache ich das. Ja, ich hoffe, dass ich dann auch für alle Slots Edelsteine zusammenbekomme, weil wenn ich dann full Epic bin, dann geht's richtig ab, sage ich euch. Dann geht's richtig ab, dann ist hier, dann bleibt kein Stein auf dem anderen mehr liegen. Dann wird Gorgos hier auch wieder ordentlich aufholen mit seiner Stufe. Vielleicht ein bisschen nachziehen auf, sage ich mal, maximal Stufe 340. Ja, also dem guten Willen bin ich. Ja, hier in der Schattenwelt läuft es ganz gut. In der Unterwelt. Seelenextraktor Stufe 4. Herz der Finsternis Stufe 5. Goldgrube 5. Trolltrakt 3. Gladiator Trainer 4. Goblingrube 4. Wächter 2. Den Wächter habe ich erst ausgebaut. Folterkammer 3 und Zeitmaschine 2. Und irgendwie habe ich hier zwei Alu drin. Okay. Was zur Hölle ist das? Muss ich mir meine Alu erkämpfen oder was? Hä, was ist das? Hä? Wieso habe ich Erfahrung bekommen? Wie verstehe ich das jetzt? Ist das jetzt der Lohn einer 2-Minuten-Quest? $814.000. Das kann durchaus sein, ja. Dass das dann so aufgebaut ist, dass ich dann die Alu nicht bekomme durch die Taverne, sondern dass ich die Alu dann direkt hier einfach verprassen kann und gegen die Gegner kämpfe. Oder so. Ja, schreibt es bitte in die Kommentare, wie das abläuft, ob ich das so richtig sehe. Ja, das baue ich mal aus. Held suchen, kämpfe mal gegen den hier. Im Video jetzt mal so ein paar Angriffe, Unterweltangriffe. Ja, da sammle ich dann wieder so ein paar von diesen Seelen. Jawohl, ja, 3964 Seelen. Ziemlich gut. Wobei, ich kann maximal 60.000 Seelen bekommen. Ah, ja. Hätte ich gerne voll, da könnte ich dann ordentlich ausbauen. Oh. Dreimal Held in deiner Unterwelt besiegen. Okay. Perfekt. Seht ihr, wieder unterbewusst gemacht. Na, da braucht man gar nicht drauf gucken. Ne? Wenn man es einmal nicht schafft, meine Güte, sind halt 2 Millionen Erfahrungen weg auf meiner Stufe. Aber ansonsten, das ist gar nicht tragisch. Ich habe den Helm bekommen. Ins Klo habe ich schon was geschmissen. Ja, die Festung an sich läuft hier. Hier ist alles komplett voll. Ne? Ich baue gerade hier meine Festung auf Stufe 11 aus. Mal gucken, was da so geht. Jetzt habe ich 19 Minuten. Jetzt würde ich sagen, ich mache erstmal eine kurze Pause. Ich muss was trinken. Ich bin irgendwie total erledigt. Boah, es ist so spät. Ich komme aus der Spätschicht und dann so ein Video mit allerlei Informationen. Das geht nicht. Ja. Für den guten Gorgi hier eine ganz kleine Unterbrechung. So, liebe Leute. Ja, 10 Minuten habe ich jetzt Pause gemacht. Ich bin echt aus der Puste gewesen, bin ich jetzt immer noch, aber habe jetzt ein bisschen was getrunken, ein bisschen gechillt und jetzt geht's wieder. Okay, ja, die Quest ist gleich vorbei. Was sagt man denn dazu? Ja, genau, jetzt zum Schluss des Videos möchte ich noch
in der Gilde etwas zeigen oder allgemein was über die Gilde sagen. Und zwar, dort waren in letzter Zeit wenige Leute inaktiv. Ich habe vor ein paar Tagen diese Leute auch aus der Gilde entfernt. Und relativ kurz danach kamen dann auch neue Mitspieler hier hinein. Wir haben glücklicherweise auch sehr starke Mitspieler bekommen. Wir haben hier, dank dem Kukana Boy, haben wir den Robocop bekommen, ja, ein guter Freund von ihm anscheinend. Und dann wäre da noch Siegbert, genau. Der ist nämlich auch unserer Gilde beigetreten. Dann Killer Alex 996 ist noch neu dazugekommen. Und dann noch zwei kleinere. Und zwar haben sich neu angemeldet hier. Ne, sogar drei Stück. Birkos, Sektikon und Benny. Genau. Ja, das heißt also, wir sind wieder 49 Mitglieder. Richtig geil, die Leute sind aktiv wie Sau. Hier bei Danny. Was ist es? Danny 6? Nee, Danny 6 oder Den 16? Ich glaube eher Danny 6. Genau, der war jetzt seit 7 Tagen nicht da. Ja, die Regeln besagen, ich kann ihn ruhig schon rausschmeißen. Aber ich weiß nicht. Vielleicht kommt er hier wieder. Das Ding ist, bei Big Boss war es so, der war schon 7 Tage inaktiv. Anscheinend. Ja. Und heute war er wieder drin, hat sich zum Krieg gemeldet. Also, naja. Ich habe die Regeln in dieser Gilde noch nicht streng genug festgelegt. Und das ist so das nächste, was ich auch machen werde, dass ich nämlich eine konkrete Regel aufstelle, die besagt, wenn jemand 3 Tage lang nicht da war, unabgemeldet, dann wird diese Person gekickt. Ja? Und das ganz gleich der Verluste der Gilde. Also ganz egal, welche Verluste diese Gilde macht, die inaktive Person wird gekickt. Ja? Ich versuche das Ganze hier jetzt auch strenger zu machen. Also ich meine, ich sage jetzt mal so, selbst wenn man hier einmal für 10 Minuten in diese Gilde guckt, dann wird es hier schon angezeigt, dass man da war. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Das ist es ja. Es geht auch, klar, in erster Linie, um es euch mal zu erklären, es geht in erster Hinsicht darum, aktiv zu sein, 100 Arme zu spielen, jeden Tag und sich immer zu melden. Ja? Das ist eigentlich, ja, das ist Pflicht. Ja? Und mir ist bewusst, dass durchaus mal 20 Alu nicht gemacht werden oder 50 Alu nicht gemacht werden oder die Leute vielleicht mal wirklich 3 Tage nicht können und das irgendein Ernstfall ist und das auch nicht ankündigen können oder so. Ja, wenn das auch sein sollte, dass nach 3 Tagen mal irgendwie dass derjenige Internetproblem hat oder so, dann wird es dann dafür auch eine Regel geben, die ich aufstellen werde, dass ja, gut begründet die Person dann im Nachhinein wieder in die Gilde kann. Ja. Dann werde ich das so regeln, dass es dann halt auch fair bleibt. Ja, zum Beispiel, wenn jetzt jemand inaktiv ist und ich ihn rausschmeiße, er sich dann aber kurz danach wieder meldet und dann wieder inaktiv ist, dass diese Person dann nicht andauernd reinkommt, sondern dann auch eine gewisse Zeit draußen bleibt. Versteht ihr? Also das heißt, ich werde eine gewisse Regelung für diese Gilde machen. Ich werde versuchen, so viel wie möglich zu beachten. Notfalls werden halt auch einfach Regeln im Nachhinein erstellt, die das Ganze dann ergänzen. Genau. Ich hatte nämlich jetzt hier einen Fall in dieser Gilde. Und zwar gab es hier zwei Mitspieler. Ja, es waren schon zwei Fälle, die haben sich zu einem guten Stamm gemacht. Ja, die Gründe waren jetzt unterschiedlich. Durchaus kann man das mit Erklärungen auch irgendwo, sag ich mal, verstehen, nachvollziehen. Ja, klar, es waren auch irgendwo Fehler. Aber das Ding ist,
Ich möchte einfach nicht mehr, dass das passiert, dass Leute sich in dieser Gilde zu einem guten Stamm machen. Weil das hier ist eine böse Gilde, versteht ihr? Es ist der Evil. Hier dürfen nur Goblins, Orks, Dämonen und Dunkelelfen hinein und müssen auch, solange sie hier drin sind, diesen Stamm repräsentieren. Das ist Pflicht. Und ich werde eine Regel aufstellen. Das werde ich dann noch irgendwie machen. Wie weiß ich noch nicht. Dass alle Leute, die sich mutwillig sich zu einem guten Stamm ändern, dass diese Personen aus der Gilde ja rausgeworfen werden. Auch wenn es nur aus Spaß ist oder so. Oder ja, es kommt dann ganz drauf an, ja, ob die Person neu ist. Oder ja, es kommt auf die Umstände drauf an. Ja. Das heißt, es wird dann zwei Variationen geben. Genau. Aber das wird dann im Prinzip auch nicht passieren, weil ich eine Regel für den Offizier aufstellen werde oder allgemein für die Einladung der Spieler. Aber die ganzen Sachen werde ich dann noch irgendwann in einem Extra-Video ansprechen. Und ich denke mal, dann wird die Gilde auch viel, viel strukturierter sein. Ja. Nicht unbedingt schwer einzuhalten, die ganzen Sachen. Aber die Regeln, die jetzt existieren, sind einfach strikt und ja, überschaubar. So. Also wenn es irgendwie Streitigkeiten gibt, dann kann man sich praktisch an diesen Regeln orientieren. So habe ich mir das gedacht. So, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ey, 27 Minuten im Kasten. Einfach nur wegen den Gildenregeln. Krass, oder? Nun gut, ja, auf jeden Fall, ich werde auch ein neues Format machen. Das Format ist eigentlich relativ stumpf, aber da wir hier aufholen, möchte ich Gildenkriege auf diesem Server aufnehmen. Ich möchte das Ganze auch als ja, kleines Format hier auf meinem YouTube-Kanal hochladen und halt immer mit Datum und so. Ich habe hier auch einen Gildenkampf im Postfach, den wir erst kürzlich gemacht haben, den würde ich auch hochladen dann. Ja, dann seid ihr auf jeden Fall gildenkampftechnisch auch immer ak relativ aktuell dabei. Und ja, genau, dann habe ich noch etwas geschrieben und zwar, wir werden jetzt nach den Gildenkämpfen um 22 Uhr oder 23 Uhr, so in der Spanne, werden wir ab 22 Uhr kleine Kämpfe machen. Beispielsweise hier ein Kampf gegen Hope. Ja, das ist so eine winzige Gilde mit so ein paar Leutchen drin, um einfach hier mehr Action in der Gilde zu haben. Ja, dass hier einfach immer was passiert. Das ist mir wichtig, damit die Leute auch sehen, okay, die Gilde, die meint es ernst. Ja, der Gildenleiter meint es ernst. Aber ich glaube, da sollten die meisten hier mittlerweile schon festgestellt haben. Nun gut, genau, wir werden sogar angegriffen. Das ist hier eine Seltenheit und zwar von der Gilde Schattenallianz. Die ist auf Rang 36. Die hat sehr interessante Spieler. Hier haben sich auch ein paar gemeldet. Auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr starke Gilde. Ja, auch wenn die nicht gemeldeten kämpfen, so mit, weiß nicht, ein Fünftel der Leben oder ein Zehntel, ich weiß jetzt nicht, wie viel das wirklich sind, dann ist das schon heftig, vor allem weil die so eine hohe Stufe haben. Und ich muss sagen, ich hab ein Auge auf Schattenallianz geworfen, auf S9. So von der Stufe her, von der Rangordnung hier drin, ungefähr so soll der Evil mal aussehen. Also ich nehme mir wirklich ein Beispiel an der Schattenallianz, nur mit dem Unterschied, dass diese Gilde komplett aktiv sein wird. Ja, und dann werden wir nicht auf Rang, welchen Rang sind jetzt 36 sein, sondern auf Rang ja, 30 oder besser. Ne? Oder vielleicht sogar Rang 15. Das ist mein Ziel. Wobei eigentlich Top 30 ist so das Maximum, was ich mir vorstellen kann für The Evil. Und ja,
Ich denke mal, das wäre alles gewesen, was ich so über diese Gilde, über die Regeln, über meine Vorstellung sagen kann. Und ja gut, mir fällt jetzt noch mehr ein, aber das Ganze werde ich jetzt erstmal lassen. Das Video geht schon viel zu lange. Und ja, ach genau. Eine Sache noch, die ist wichtig. Und zwar das letzte Video, das ich hochgeladen habe, ne? Meine Gildenabwerbung oder Anwerbung zu The Evil. Ich habe dieses Video mit Leidenschaft gemacht. Ich hatte diese Idee, den Link rumzuschicken auf S9. Ich habe das mal ein bisschen gemacht. Bis jetzt kam noch keine Antwort. Aber ich finde es geil. Ich finde das Video einfach geil. Und während der Bearbeitung, ich habe es so gefeiert. Bah. Ich bin richtig stolz auf mich. Und wieso diese zwei Dislikes da sind, das kann ich eigentlich gar nicht verstehen, weil das Video war schon deutlich mehr Aufwand als so ein Shakes and Fidget Video. Ja. Aber ansonsten, jo. Nun gut, 10 Likes, 2 Dislikes, was soll's. Kommentare sind auch vorhanden. Auf jeden Fall, ich habe das Ganze hier auch verlinkt, ne? Ist jetzt in der Gilde drin, in der Evil. But, 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 but. Hier ist der Link, hier, Gilden-Website, ist praktisch ein Link zu dem YouTube-Video. Und ja. Also ich habe jetzt 32 Minuten im Kasten, das war es jetzt auch erstmal. Meine Fresse, ich laber und laber und ja, spann euch hier auf die Folter. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören, für eure Interesse auf jeden Fall. Ist mir auf jeden Fall sehr viel wert, dass ihr hier meine Videos schaut und kommentiert und liked und so weiter. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, Leute, ich halte euch auf dem Laufenden. Und ja, bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.